Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge LS22 in unser Gemeinschaftsprojekt Gemeinschaft Rade. Ja, wir sind hier und der Herr Fuchs, der schwillt hier auch rum, der wollte was von mir. Herr Fuchs, was kann ich für Sie Ja, tun? moin. Ja, ich habe gerade eben Ihren 800 draufgeladen. Der geht jetzt zum Händler und dann melde ich mich schnellstmöglich bei Ihnen. Ja, gut, dann. Ja, mach's gut und ich hoffe, dass alles gut geht. Jo. Herr Fuchs, danke erstmal. So, da vorne ist noch jemand. Moin, kann ich helfen? Ja, grüße. Der Au. Schwerschandl ist jetzt da. Der Der Holzmichl. Forstamtler. Der Holzmichl. Genau der, genau der. Grüße na gut. Wenn Sie mich übrigens einmal nicht gescheit verstehen sollten, dann sagen Sie es einfach Bescheid, gell? Ich komme aus dem tiefsten Urbayern, gell? Wir Aus dem reden halt ein tiefsten, wenig anders, gell? aus dem tiefsten Urwald wollten sie sagen. Naja, ich komme jetzt nicht von die Ho-Hos, gell? Also ich komme schon aus einer zivilisierten Gegend, aber wir sind halt Ach so, sowas gibt anders, es gell? da? Sowas gibt es da Ja, auch ja, ja, schon? ja. Also, okay. Ja, mein Oberbayern, Sie wissen ja, wir kennen alles außer Hochdeutsch, Ja, gell? Na, gut. aber Alles das gut. kriegen wir schon hier, glaube ich, wir beide, gell? Ja, da kriegen wir schon hin. Sie haben Bahn zum Umlegen, oder wie? Haben Stellen Sie Sie sich gesagt. vor, stellen Sie sich sogar vor, ich hätte sogar zwei zum Umlegen. Ja, um Gottes Willen. Das artet ja nun auch was aus, hä? Ja, das habe ich mir auch schon so gedacht. Ob ich Ihnen das überhaupt zumuten kann, das weiß ich noch nicht. Ah, geht, das geht schon. Einmal geht's um ihn hier. Jawohl. Und Schöne dann Uhr. Ja. geht's um ihn hier, weil, ne, der geht da im, sehen Sie ja hier selber, der wächst da oben schon überall rein. Ja, die ist jetzt ja gut, die Orcher, die war jetzt ja nicht so das Thema, die hat nur schöne Luft, aber die Omi, die nimmt halt schon Ja. viel an Luft weg und ja, dann haben sie auch nicht irgendwann einmal das Problem, dass einer da ins Silo neu gelangt und so, gell? Genau. Die kann schon weg, gell? Und Genau, ja. inklusive, hier bitte, wenn Sie so freundlich sind, der Gestrüpp hier alles. Ja, alles mal ummulchen, Ja, alles einmal ja? weg, weil das wird betoniert, wird das dann. Dann haben wir hier nämlich eine vernünftige Zufahrt auch zum Silo hin. Dann passt Ja. das Ja, alles. ja, So, ich habe gehört, ja. Sie haben mir ja gesagt, Sie kaufen auch Weizen und Raps an. Genau. Also gerade aus Weizen und Gersten nochmal oder produziere dann auch Saatgut, wenn sie einmal ein Saatgut brauchen. Weil ab und zu werden sie ja einmal wieder was neu sein müssen, gell? Ja, das stimmt. Genau, und da produziere ich nämlich auch eigenes hochqualitatives Saatgut, gell? Okay. Und genau das darf ich schon alles nicht mehr, klar, Ja, mal logisch. eine Frage. Ist das Bio? Es kommt immer ganz drauf an, was man mir bringt, gell? Also wissen Sie, wenn Sie mir natürlich hier belastetes Getreide bringen, dann kann ich natürlich auch nur belastetes Saatgut machen. Ja, alles Aber gut, alles bevorzugen gut. möchte ich eigentlich möglichst natürlich nur Bio-Käfer, weil da je besser das Grundprodukt, desto besser ist natürlich auch Saatgut. Dann haben Sie Ja. natürlich auch ein deutlich schöneres Produkt dann beim Ausbringen. Ja, nein, alles gut. War jetzt auch mehr oder weniger mit Bio eigentlich nur ein Spaß, weil ja alle mittlerweile auf Bio hinausgehen. Na, die spielen dann alle, aber wie gesagt, man muss ja auch mit dem Trend gehen, gell, Genau. wissen Sie, deswegen haben wir ja so eine neue Hosen angezogen, gell, und wie die jungen Leute auch, für sie ja auch, so eine Jeansjacken angezogen, gell, aber man muss ja schon ein bisschen mit der Zeit gehen, gell. Richtig. Wo liegen wir denn beim Weizen, beim Preis? Lassen Sie mich mal kurz schauen, Wenn Sie mir einen wir vernünftigen sind. Preis machen, lasse ich Sie die ganze Zeit schauen. Gell, also wir sind momentan bei einem Preis von 1014. Ja, dann da die aufrunden auf 1050. Dann waren wir Bachi. 1050. Jawohl. Ich würde Ihnen, ja, kriegen Sie denn hier auf einen Schlag 31,7 weg? Ja, das war überhaupt kein Thema, nicht. Also, ich kann bis zu 9000 Liter auf einmal abholen, wenn es passiert.
Also, Also, das war überhaupt kein Thema nicht. ich würde Ihnen dann jetzt eine Rechnung schreiben. Ja. Wo haben wir denn jetzt hier neue Rechnung? Da. Landhandel, denke ich mal, ne? Genau. Jawohl. Waren, da haben wir dann 31,7 für Weizen. Richtig. Und da haben sie mir einen Preis genannt von 1050. Jawohl. Da wären, na komm, 31,7. So, macht er nicht ganz. Dann machen wir ganz normal die 31.000. Dann wären wir auf einen Preis von 32.550 Euro. Ja, das dann halt dann kriegen, wenn ich das dann bei einer abhole, Genau, dann gell? hätten wir denn, was würden Sie denn für Raps geben? Da hätten wir nämlich nur 13.000. Ja, Raps. Ja, da kann die eher 1720. War das was? 1720, ja, würde ich auch hinzufügen. Ich würde Ihnen die Rechnung stellen. Dann haben Sie die Rechnung jetzt dort in Höhe von 54,9. Da können Sie dann in Ruhe dann alles abholen. Jawohl, dann darf ich das dann bei Gelegenheit abholen, gell? Genau. Genau, passt, dann haben wir das Thema ja schon mal durch. Ja, Jetzt kleinen lassen Sie. Moment mal eben, ganz kurz noch. August, was hast du? Erzähl. Steff, Problem. Ja. Ich glaube, ich muss mich mal hinlegen. Mir ist gar nicht gut, Chef. Und ich habe noch ein Problem. Ich habe den Fünfer mit dem Viehanhänger festgefahren und der steht in der prallen Sonne mit der Kälber drin. Ich kriege ihn nicht mehr raus, aber mir geht's nicht gut. Ich muss mich mal hinlegen. Alles klar, mach das. Der Ich kümmere mich dann sofort Fünfer, darum. der steht hinten, wie gesagt, vor dem Kuhstall und der steckt fest und die Kälber stehen in der prallen Sonne und ist nicht so gut. Ja. Ich leg mich mal kurz hin. Ja, leg dich mal kurz hin. So, ich bin dann wieder da für Sie. Ja, genau. So, So, genau. Ich möchte sie ja gar nicht lange aufhalten, wenn die Viecher da im Wagen stehen, gell? Ja. Ich kann ja einmal schnell was zu den Zahlen sagen. Sie haben ja gesagt gehabt, Sie werden sich selber um die um die Berechtigungsscheine kümmern beim Bürgermeister. Genau, richtig, da kümmere ich mich drum. Genau. Genau, dann muss ich das nicht machen, weil das da dann natürlich dann nur extra geht. Jawohl. Also zum möchten Sie, weil hier aus den Laubbäumen, da lasst jetzt ein paar Brennholz oder paar Schnittholz so von denen gescheit machen, weil die sind natürlich schon recht fad, die Stämme. Das war halt Hackschnitzel, gell? Ja. Hätten Sie die Hackschnitzel braucht oder der wird die mitnehmen? Die dürfen Sie mitnehmen. Ja, dann machen wir es doch gleich ganz anders. Normalerweise da bei mir eine Fällung pro Baum 600 kosten. Wenn ich die Hackschnitzel mitnehmen darf, dann berechne ich jetzt nur, sagen wir jetzt mal, machen wir 400 für beide Bahnen, ja, Okay. und dafür nehme ich die Hackschnitzel mit, Genau. und weil das meine Arbeitszeit betrinnert, und als Mulchen, jetzt hat nur das, was da vor die zwei Bahnen ist, oder das komplette, diesen kompletten Bereich da hier, das Ach, Hackerl da. ja, das Dreieck hier eben einmal komplett durch, würde ich sagen. Genau, haben wir 400 gesagt, dann, weil das ist ja gleich gemacht, dann machen wir eine runde Zahl, sagen wir 500, dann passt das, oder? Ja, würde ich sagen. Das haut hin. Das ist Jawohl. super. Alles klar, dann machen wir so, 500 dafür. Ich habe noch ein wenig was zum, also, kleinen, oder ich habe noch einen kleinen Auftrag zum Tor und ich da dann hernach, da ich dann vorbeikomme und da das dann gleich machen, gell? Alles klar, ich bedanke mich erstmal recht herzlich. Ja, saugut. Dann ein schöner Tag noch. Auch Bis so, klar, gell? danke. Jo, tschüss. Fährt dann. So, Fuchs. Moin, Herr Jung. Ja, moin. Ich habe Ihnen einmal Ihren neuen Staubwagen vorbeigebracht. Oh, das wird auch Der mal steht hier Zeit. vorne. Ja, habe ich gerade schon gesehen, dass sie da eingeparkt haben. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr nice. Das ist doch sehr schön. Herr Fuchs, haben Sie mir denn auch schon die Rechnung in Rechnung gestellt? Rechnung ist gestellt, Aber der jetzt mal eine Frage, 800 haben wir jetzt hier E-Kennzeichen?
wird geändert. Ah, okay. Papiere liegen bei der Gemeinde. Ach so, okay, alles gut. Okay. Also da brauche ich mich dann nicht drum kümmern, das machen Sie dann bei Gelegenheit. Nee, das wird jetzt geschehen, sobald die Papiere von der Gemeinde wieder da sind. Alles klar, gut. Dann weiß ich da auf jeden Fall Bescheid. Dann habe ich noch was. Der Tonator. Ja. Ist jetzt gerade aktuell auf der Bühne. Da sind die Jungs dran. Okay. Wie nachdem ich bei dir nochmal später. Aber ich denke mal, also die Jungs kriegen das wohl entweder spätestens morgen Mittag wieder fertig. Spätestens. Reden wir mal in Zahlen. Was wird das wieder kosten? 8.000. Zwischen 5.000 bis 8.000. Auf jeden Fall. Also das 10. Einiges, also 10.000 halt für einen Plan. Ja, ist halt auch schon einiges an Verschleiß dran gewesen. Mhm. Dann gehen wir jetzt einmal vernünftig durch in den ganzen Hydrauliksystem, einmal alles durchprüfen, wenn nötig auch Kappen tauschen, Anschlüsse tauschen, okay. Einmal komplett einmal einen Check machen, damit man da auf jeden Fall dann wieder Ruhe hat und dann kriegen sie den auf jeden Fall sauber und vollgetankt und schier wieder zurück. Alles klar, machen wir so. Ja. Was anderes, wie lange können wir den Vieh-Anhänger noch behalten? Aktuell brauche ich den nicht. Okay, gut. Also wir können den ruhig noch ein, zwei Tage haben, ist nicht das Thema dann. Nee, ja, das passt, ja. Ja, super, alles klar, dann weiß ich da erstmal Bescheid. Alles klar. War das jetzt alles an meine Lieferung oder kommt da noch was? Der Fendt 900er, den sie ja bestellt haben. Ja. Da gibt es aktuell sehr hohe Lieferschwierigkeiten, da Fendt aktuell keine mehr stehen hat. Okay. Wir haben wirklich überall angerufen, wir haben in Ungarn angerufen, in der USA angerufen, wir haben bei unseren Vertreterstellen hier bei uns in Deutschland angerufen, bei unseren eigenen Betriebsvertreter, Außendienstleiter, sag ich mal, da haben wir auch angerufen. Mhm. Wir kriegen aktuell keine 900er. Okay. Also mit Wartezeit bis zu 6 Monaten. Ah, wissen Sie was? Können Sie den dann noch stornieren? Stornieren können wir den, also bestellt ist der, aber ist halt noch keine Auftragsbestätigung gekommen, dadurch, dass es aktuell keine gibt. Ich denke mal, das liegt aber daran, weil der Herr Keller natürlich wieder so gierig war und wieder 3 Stück auf einmal kaufen musste. Oh. Man weiß es nicht, ne? Ja, der wäre. Also wenn ich das schon wieder höre, Herr Keller, ne, das ist wieder so eine Sache, ich glaube, da brauchen wir dann auch nicht wieder drüber reden. Aber dann mal was anderes. Ich sehe gerade hier, der Valtra, der ist im Sonderangebot. Ja. Der hat 11 Stunden hat er da drauf. Ist 10 Monate alt. Ja. Hat von 32 bis 305 PS. Können wir den anbieten in den Modellen. Das ist die Q-Serie. Stufenloses Getriebe. Fährt ja 50 km/h. Ja, jetzt ist halt die Frage, ob das jetzt eine Alternative wäre oder ob wir jetzt erstmal sagen. Also ich könnte Ihnen eine Alternative anbieten. Ja. Unter mittelgroßen Traktoren. Unter mittelgroße, ja. Das wäre dann natürlich der Fendt 900 Felvario. Ist auch ein sehr, sehr schöner Schlepper, mit dem kann man auch richtig was reißen. Ja. Der 800 Vario, der S4er zum Beispiel, ist auch ein sehr schöner Schlepper. Und ich weiß ja nicht, ob sie auf John Deere stehen. Nein. Zum Beispiel, ja gut. Wissen Sie was, gucken Sie, dass Sie meinen 800er da wieder fertig kriegen, meinen 8er. Und dann gucken wir mal in Zukunft, was wir da machen, weil ich habe gesehen, Sie haben ja auch schon wieder Rechnungen geschrieben. 40.000 für einen Agroliner. Zahle ich übrigens dann jetzt direkt, wenn Sie dabei sind. Ja. Dann haben wir jetzt hier noch den Strautmann auf 95.000.
Und dann haben sie mir schon 8000 geschrieben für die Reparatur vom Pfänd. Genau. Ja, dann. Ist jetzt einfach ein Festpreis. Also, ja. Wenn wir drüber gehen, weil noch mehr ist, dann ist das so. Aber ich wollte ihnen jetzt entgegenkommen, weil sie doch ein. Weil sie ein zuverlässiger Kunde sind, wenn sie aktuell kaufen, sie, muss ich sagen, am meisten bei uns ein. Und dann wollte ich ihnen jetzt auch mal entgegenkommen. Aber Herr Fuchs, soll ich Ihnen was beichten? Das wird jetzt weniger werden. Ja, das ist ja überhaupt gar kein Problem. Aber dafür haben sie regelmäßig dann die Reparaturen. Kann man bei Ihnen einen Wartungsvertrag unterschreiben, dass Sie sich in regelmäßigen Abständen alle Maschinen von alleine holen und reparieren? Habe ich so aktuell noch nicht. Da würde ich mich einmal mit meinem Büro zusammensetzen, das fertig machen und dann würde ich mich bei Ihnen melden. Das wäre sehr lieb. Gut, ne, dann würde ich erstmal so bei ihr mit Ihnen da verbleiben und rufe jetzt mal erstmal den Keller an und werde mich mal recht herzlich bei ihm bedanken, da ich meinen Schlepper nicht kriege. Mal gucken, was er dazu sagt. Ja, alles klar. Ne, alles klar, ich bedanke mich erstmal, Herr Fuchs. Jo, bis denn. So, den Keller mal anrufen. Parallel kann ich mal nach die Viecher gucken. Ja, servus, yes. Großbauer Keller. Ja, der Großbauer nicht nur, sondern auch Großgrundbesitzer und Großfahrzeugbesitzer. Herr Keller, wegen Ihnen kriege ich meinen 800er nicht. Tja, wenn ich komme zur rechten Zeit, der muss nehmen, was übrig bleibt. Ja, aber ne, das ist ja echt. Aber ist egal. Herr Keller, ne, was ich eigentlich wissen wollte ist, haben Sie Milch abgeholt schon? Ja, es waren 26.730 Liter. Neue Rechnung, BGA. Wie viel waren das? 26.730. Also 27.000, anders geht das ja hier nicht. Ja. Für Milch, ne? Mhm. Und was hatten wir ausgemacht? 1720, ne? Ne, hatten wir gar nicht. Was hatten wir denn ausgemacht? 1000 oder nicht? Haben wir nicht glatt 1000 gesagt? Nee. Ich müsste jetzt bis ins Büro fahren, um das zu kontrollieren. Ne, wir hatten... Irgendwas hatten wir mehr. Das war alles... Hatten Sie mal, was ist denn gerade der... wir haben... Moment haben wir 1961 der Marktkauf. Dann sind das ja ungefähr 1800. Wenn ich richtig bin. Ja. Weil sie hatten ja immer gesagt, 100 Euro nehmen sie weniger als wie, So, dann haben wir gesagt, 27.000 für Milch. Und dann sind wir auf 1800. So. Rechnung erstellen. Gut, haben wir gemacht. Rechnung haben sie dann auch. Was ist denn jetzt mit Silage? Ach, das hatten sie mir ja schon alles überwiesen gehabt, Silage, ne? Ja, genau. Ich bin jetzt auf dem Weg gerade. Oder die haben Silage sie mir das schon überwiesen? Warten sie mal. Haben wir das? Ich bin gerade am gucken. Ne, da waren die Milch. Das war Milch. Ne, habe ich noch gar keine Rechnung gestellt. Oh. Genau, weil sie gucken sollen, wie viel sie ja auf einmal wegkriegen. Dann brauchen wir da ja nicht unbedingt irgendwie... Wenn die 100.000 so abholen, dass wir zweimal für mich fahren. Also genau 100.000. Dann stellen... Nee, nicht ganz. Warten Sie. Zweimal fahren, zwei ganze Anhänger sind bei mir nur... 47 mal 2 sind 80, sind 94 Kubikmeter. 94 und da haben wir gesagt, 500 wollten sie geben, ne? So. Ne, 480, 490, 490. 490. Gut, habe ich ihnen dann auch gestellt auf 94.000 Liter. Dann ist das doch dann natürlich auch schon wieder ganz in Ordnung. Haben Sie jetzt eigentlich mal was von der Fuchs gehört in Bezug auf... und hier unser Gewinnspiel da, was wir da machen sollten? Nee, bis jetzt noch nicht. Okay.
Ja, weil das ist ja natürlich jetzt auch ein bisschen, ne? Also finde ich auch so ein bisschen so, naja, okay. Gut, aber so soll es sein, dann ist es halt so, dann können wir da halt auch nichts dran ändern. Nee, alles gut, Herr Keller, dann weiß ich da erstmal Bescheid. Ich muss mal ganz kurz noch unseren August hier anrufen. Und dann würde ich sagen, Sie wissen ja, wo alles ist. Wundern Sie sich nicht, wenn der Holzfäller da ist, weil da kriegen wir noch zwei Bäume weggemacht. Silage kriegen Sie, entweder holen Sie sich das aus dem Fahrsilo oder Sie holen sich das aus dem Hochsilo raus. Ah, naja, jetzt habe ich schon meinen Radlader nach hier hingefahren. Ach, ja, sehen Sie, dann ist das doch sogar noch besser. Passt ja dann. Alles klar, ich danke dann erstmal. Ich rufe jetzt mal Jo, erstmal bis den dann. August an. Jo, ciao. So, mal gucken, ob der August dran geht. Ja. Ja, August, was ist los? Geht's besser? Oh, brauch nicht, Chef. Ich glaube, ich habe irgendwas Falsches gegessen, keine Ahnung. Ja, ist auch nicht gerade das Schöne dann. Was hast du denn hier gemacht, ey? Also ich krieg hier den Fünfer auch nicht mehr raus. Ey, mir wurde schwarz vor Auge. Ich war mit am Fahren, am rückwärts dranfahren und schwarz vor Auge. Und da habe ich schnell die Kupplung gedreht, wie ich nochmal zugekommen bin und realisiert habe. Und da habe ich das Ding festgefahren und was weiß ich was. Ich bin nur froh, dass ich nichts kaputt gefahren habe. Ja, also ich kriege ihn hier auch nicht raus. Also der hängt hier total. Also ich weiß nicht, wen ich da informieren soll, den Fuchs oder wen. Ich habe echt keinen Plan. Ich habe gesehen, der hat sich vorne eingegraben bis zur Radnabe. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ja, also ich gucke jetzt mal, dass, wenn ich hier abhänge, ob ich dann wenigstens den, Schlepper hier wegkriege. Aber so wie es ausschaut, dann Schlepper habe ich raus. Das ist doch schon mal ganz gut. Dann muss der Fuchs hier mal gucken, dass er das hier irgendwie hinbekommt. Du wunder dich dann bitte nicht, wenn nachher der Baumfäller da ist. Der fällt da die beiden Bäume und rodet auch definitiv da das Gestrüpp ein bisschen weg. Okay, alles klar. Na? Geht's dir soweit ganz gut, dass du mal kurz hier rüberkommen könntest und mich einweisen könntest? Oder geht das gar Ja, nee. nicht? Ich denke, das kriege ich hin. Ich muss einfach ein bisschen langsam machen und dann. Ja, ne, weil dann würde ich nämlich jetzt gucken, ob ich den vorwärts reingedrückt bekomme. Weil so kriege ich ihn gerade ein bisschen bewegt. Ja, wir sind ja natürlich auch ganz schön mutig, ne, mit dem Fünfer hier, den Vieranhänger hier. Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass der ansatzweise so schwer ist, ne? Ja, also das ist schon ganz schön mutig. Also die Reparatur vom Achter hat 8000 gekostet. Oh je. Ne, der ist noch in Reparatur. Ich hoffe, dass das jetzt alles klappt. Das sieht aber bis jetzt, ne, du knickst zu früh an, du Ja, musst. ich hab's gemerkt, ich muss ihn wieder gerade ziehen. Alles gut. Ja. Aber ich muss ja auch gucken, dass ich hier irgendwie ein bisschen. Ich komme hier nämlich nicht. Da ist irgendwas ist da im Weg. Da ist irgendwas ist da im Weg. Also ich fahre da über irgendwas drüber. Ah, jetzt habe ich ihn da verhauen. Der müsste doch eigentlich ganz gut gekommen sein. Ja, fahr mal so weiter. Ich pass auf, dass die Kleine, die kann man ja mit der Hand ein bisschen führen. Die rennt dich ja nicht über den Haufen. Das passt so, lass so stehen. Mach grad Gut. mal noch hin auf. Mit der Großen müssen wir relativ bündig dran fahren. Die hauen uns ab, aber die Kleine, die kann man ja ein bisschen Ja. dirigieren. So, gucken wir mal. Aber ich habe jetzt keinen Triggerpunkt. Ne, ich habe keinen Triggerpunkt. Ja, du bist auch ein bisschen weit, da ist noch ein riesiger Absatz. Du musst die Rampe musst du hin auflegen. Ah, jetzt habe ich einen Triggerpunkt. Dann versuch mal, ob du die lenken kannst. Ich kann es auf jeden Fall. Warte, komm. Und zwar jetzt. Hat geklappt, wa? Ja, die sind raus. Ja, Gott sei Dank. Dann haben wir wenigstens Das. das hier erledigt. Und dann gucken wir jetzt mal. Ich denke mal, wir sprechen dann da mit dem Viehhandel, dass der die rüberpackt, weil das ist ja eine Quälerei jetzt. Das geht ja gar nicht.
Aber meine Freunde, wir wollen uns recht herzlich für heute für die Folge verabschieden. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuschauen. Würden uns auch freuen, wenn ihr nächste Mal wieder einschalten würdet. Unterstützt den Kanal, unterstützt das Projekt weiterhin. Wir bedanken uns. Bis dahin und tschüss.